Und hallo zusammen. Zu der, ich glaube, jetzt 11. Folge. 11. Folge und der 3. Folge, wo ich meinen Main endlich mal spiele. Und wir haben heute sogar Unterstützung dabei. Und zwar, wen haben wir? Den? Shaky. Ja, dessen echten Namen, den ich preisgeben möchte, weil er so verschämt ist. Genau. Ja, aber Shaky ist auf Morgenblut. Die Zusammenhänge wollen wir da jetzt nicht so ganz freilegen, das ist streng geheim und kann zu Auseinandersetzungen vor Gericht führen. Das wollen wir hier nicht weiter gründen. Ich habe jetzt den Shaky. Ich muss dich erstmal dran gewöhnen, dass ich deinen Vornamen nicht nehmen darf. Tigerfötchen ist auf Droge und ich bin auf Morgenblut. Und daher kommt übrigens auch der Name. Ist egal. Jetzt scheiß drauf, ist egal. Das ist schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Das ist mir auch erst später irgendwann aufgefallen. Oh mein Gott, das sind so viele Insider. Wir sind mitten im Geschehen. Also wir sind immer noch beim LOL-Tagebuch. Diesmal habe ich mir aber Unterstützung eingeladen. Und zwar vom Shaky. Shaky 3. Soll ich Ich dich hoffe, Shaky ja. oder Shaky 3? Ist die 3 sowas wie Nachname eigentlich? Ja, das ist der Nachname. Das ist gut. Also wir duzen uns aber, oder? Oh, so im In-Game-Biz. Oh. Nein, nein, nein. Wo ist denn LeBlanc? Was? Da. Das ist jetzt geil, wenn der Erste sich denkt, boah, Akai wollte ich schon lange mal spielen. Also ich habe mir tatkräftige Unterstützung gesucht und ich habe auch in letzter Zeit überhaupt gar kein Kayle gespielt. Also muss erst wieder komplett in den Charakter reinkommen. Also nicht wundern, wenn er schlecht spielt. Das ist auch mein erstes Jax-Spiel seit 5 Monaten. Ja, Shaky hat eine relativ lange Pause gemacht und ist jetzt wieder dabei und ja, wir sind halt blutige Anfänger sozusagen. Nee, aber jetzt nochmal kurze Zusammenfassung. Ich werde ein Regelwerk, glaube ich, unten in diese, wie nennt sich das eigentlich? Infobox? Ja. Ich müsste mal ein Bibi-Video gucken, um das herauszufinden, wie da die Fachtermini sind. Über die Commentaries. Ja, bitte schreib es in die Comments und so. Nein, auf jeden Fall werden wir. Und lasst mir ein Like da. Lass mir ein Like da. Oder ein Dislike, ist mir eigentlich scheißegal. Kriegt man eigentlich. Was ist eigentlich, wenn man unendlich viele Dislikes bekommt? Also wirklich richtig krass viele Dislikes. So, keine Ahnung, dein kompletter Kanal hat irgendwie auf jedem Video 10 oder 100.000 Dislikes. Dann guckt sich das ein Mod an und bannt dich. Ja, aber was ist denn, wenn da nichts Bannwürdiges dabei ist? Ist scheiß, wir, das ist. Sollten wir nicht eigentlich. Na, komm. Ich mache eigentlich gar keine. Mache ich eigentlich Let's Plays? Ist eigentlich ein Let's Play, was ich hier mache, oder? Let's play Jax. Oh, ich bin ein bisschen rumgewurstelt heute. Auf jeden Fall. Was habe ich eigentlich als Midlaner? Corki oder Nidalee? Was? Ich glaube Corki. Ich glaube auch Corki. Ich nehme aber Teleport mit. Auf jeden Fall, der Shaky und ich, wir spielen halt zusammen, weil ich habe, muss ehrlich gestehen, alleine spielen macht auf Dauer auch irgendwann, ist halt anstrengend, so irgendwie für einen selber. Und darum habe ich mir den Shaky eingeladen und dann versuchen wir das mal hier ernsthaft jetzt durchzunudeln. Auch damit er sich auch ein bisschen besser fühlt. Denn immer wenn man mit ein bisschen schlechterem zusammenspielt, merkt Ja, man erst, wie wirklich gut man war. genau. Das ist so, man ist ja selber nie zufrieden. Man ist ja nur dauerhaft zufrieden, wenn man sich mit jemandem vergleicht und dann Genau. immer so ein hat, der noch ein bisschen schlechter ist. Dann spielt er mit so einem Silber irgendwas Typen zusammen und dann läuft das. Da ist die Selbstachtung direkt wieder. Ja. Da ist die direkt oben. Direkt im Warum Dach haben wir geschossen. eigentlich keinen Ribbon hier, so ein cooles, dass wir halt total oft diesen Champion schon gespielt und gewonnen haben. Ja, weil wir den noch nie gespielt haben. Ach ja, ach ja, ach ja. Fällt mir jetzt wie Schuppen aus den Haaren. Ah. Also es wäre jetzt schon lustig, wenn du Rang 5 Kayle werden würdest am Ende dieses Spiels. Was ich extrem lustig fände, ist, wenn wir in Wirklichkeit auf Zweitaccounts
die ganze Zeit diese Charakter schon gespielt hätten und rein theoretisch wir eine Winstreak von 5 Siegen hätten und ich auf einem anderen Account mit Kyle irgendwie easy peasy irgendwie kurz vor 5 wäre und vielleicht auch schon in Gold 5 wäre mit ein paar Punkten und das alles nur durch Kyle spiele. Das wäre so lustig. Warte, war das nicht eine 5er Losing Streak? Ja, die war nach der 5er Winning Streak, glaube ich. Nee, ich glaube, das waren auch nur 3 Loses. Also rein hypothetisch natürlich. So. Aber wir haben das Game eindeutig gewonnen. Wir haben einfach 2 mehr Skins als die Gegner. So. Da geht's direkt dran. Was kauft man mit Kale eigentlich am Anfang? Ah, ich kaufe einfach mal das, was so hier als Start-Items empfohlen wird, oder? Boots. Boots gehen immer. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich keine Cookies. Also, ich Läuft. weiß nicht, was habe ich hier für ein Bild? Eigentlich müsste ich mal im Internet nachgucken. Das Geile ist, dass man ja auf diesen Internetseiten, wo man auch die Elo der Gegner und so sehen kann, dass man da seine eigenen Masteries nochmal sehen kann. Was habe ich hier drin? Egal. Ich glaube, ich weiß, was ich drin habe. Dass ich länger die Buffs halte. Weil ich habe, glaube ich, einen. Also, ich habe in dieser Zeit, wo ich mit dem Account hier nicht gespielt habe, immer noch die Bot-Games gemacht, um alle Runen endlich reinzubekommen. Dabei kriegst du gar keinen Buff von mir. Das wollen wir mal sehen. Alter, ich farme so hart deinen Jungle. Nein. Du hast. Hast du schon mal was von Sated Devourer gehört? In diesem Game nicht. Also auf jeden Fall. Ja. Surprise, surprise, Minute 18 sated. Er als erstes geskillt. Minion Block war natürlich predicted. Aus irgendeinem Grund habe ich keinen Midlaner. Aus irgendeinem Grund nimmt der hier diese Auto-Hits. Ein bisschen unglücklich getradet. Ah. Das war wiederum mies. Ich weiß, warum du keinen Midlaner hattest. Ich glaube, der hat bei mir gewardet. Und damit habe ich jetzt meinen Blue-Buff abgegeben. Man muss auch schon mal großzügig sein. Ich hätte vorher mal lieber sortieren sollen. Hast du jetzt wirklich deinen Blue Buff verloren? Okay, das ist nicht so nice. Einfach wieder aufs Pferd steigen. Dieser Corki, der hat's irgendwie so ein bisschen mit Aggression. LOL, und der farmt mich knallhart aus. Ja, läuft. Ganz kurz. 14 gegen 22. Also, auf jeden Fall läuft nach einigen Auto-Hit-Attacks und Auto-Attacks und Trades ist nicht so gut wie erwartet. Das muss man auch entschuldigen, du spielst ihn immerhin zum ersten Mal. Ja, genau.
So, Corki hat Ignite. Das macht die Sache noch um so ein bisschen. So. um so ein True Damage ein bisschen. Härter. Wenn du den Blue Buff abgibst, warum kannst du mir den eigentlich nicht direkt den ersten geben? Weil Nidalee den haben wollte, hat extra Bescheid gesagt. Hat sie zuerst gefragt? Ja. Scheiße. Wow! Also Nidalee ist bei mir Midlane, aber oberes Gebüsch. Die könnte Top-Jungle sein. Pass auf, Corki kommt runter. Ist das eine schlaue Idee? Nein, ist es nicht. Nein. Ein bisschen mehr Leben vielleicht. Okay, das war nicht so intelligent. Aber ich spiele auch zum ersten Mal mit Teleport. Überhaupt, ich habe noch nie diesen Spell benutzt. Das hätte besser laufen können. Aber auch schlecht. So, Karte reinlassen. Also das ist ein furioser Auftakt, würde ich mal sagen. Oh, die Ratte ist schon 6, ey. Der hat noch Valkyrie, der hat Valkyrie, glaube ich, wieder ab. Muss er trotzdem noch versuchen. Okay. Ich habe übrigens noch meine Ulti ab. Ich hätte gedacht, ab irgendeinem Punkt, dass du die nicht mehr brauchst. Trade war nicht so schlecht, aber willst du deinen ersten Blue Buff haben? Ja, ich glaube, ich reiß mir den einmal unter den Nagel. Toplane River ist übrigens gewardet. Also der. Also wirklich gewardet hier im Toplane Brush of River. Da ist ein Pink Ward. Ich habe gesehen, dass Corki zurückgeht. Ich pushe noch eine rein. Und versuche das, oder hoffe, dass die Nidalee mich nicht. Der müsste jetzt gleich Package haben, der Corki. Wir nennen mal Nidalee unten im Jungle. Ja. Package hat der. Wer ist als nächstes? So. Das ist echt viel anstrengender. Also die... Oh, Midlane 20 Farm ist nicht so pralle. Sind 15 und 2 Kills. Bist
16 Free Damage auf dem Turret bekommen. Was? Alter. Wie konnte der denn das im Gebüsch sehen und attackieren, ohne ein Ward zu haben? Haben die gerade Dragon? Ja, die haben Dragon gemacht. Okay. So. Der Cock ist mega oben. Also mega heißt Rocket oder so kann er noch, aber mehr nicht. Pass auf. Ah, die kommen. Cocky kommt, Cocky kommt. Geh auf Cocky, geh auf Cocky. Was? Hopp, hopp. Oh Gott, wo kommt ah, der fuck. Her? Kriegst du Cocky noch? Nein. Wie weit kommt der mit dem mit der Ulti? Der hat gar keine Ulti ab. Oh, nice, Mann. Oh, fuck. Das war intens, Mann. Das war intens. Oh, nice. Und jetzt geht er die komplette. Geht die komplette Wave in Tower. Juicy! Das war echt intens. Das ist halt wirklich intens gewesen. Was ist eigentlich mit Botlane? Wie läuft es da? Ah, nicht so pralle. Oh lol, wie. Oh, Wayne hat. Der hat Ulti. So, Raka müsste tot sein, oder? Sehr schön. Der Dings, der Malzahar, der macht das. Die Gegner haben Blue Buff genommen. Also deren. Was hat der noch? Der hat Valkyrie noch ab. Geh nicht in den Tower. Sorry. Kein Ding. Ich glaube, die hast den Back geforst. Muss nur wissen, wo Nidalee ist. Das ja, wiederum ist scheiße. Ich weiß, wo Nidalee ist. Ja, das wiederum ist scheiße. Also das ist halt. Da bist halt zu greedy einfach. Ja, hab ich catchen lassen. Der Malphite ist halt einfach mehrere. Der hat sich das so überlegt. Tai. Toplaner und nicht Jungler. Das Danke geht nicht an dich, sondern an den Toplaner. Weil der gibt mir wenigstens den Blue Buff. Der lässt sich den nicht einfach von Nidalee stehlen und sagt dann am Ende erfindet irgendwelche Geschichten, dass Nidalee lieber ihren den Blue Buff gehabt hätte. Du bist eine richtige Nulpe. Weißt du, das ist ein Mate, Mann. Das ist ein Mate. Da kommen zwei. Jukarino! How to deep push a wave? Play Kylie. Sehe
egal, ich gehe gleich wahrscheinlich eh back to base, da kann nämlich so viel. LOL, die haben ein Zizi-Rod-Portal Botlane. What? Wer hat denn... LOL, First Item Zizi-Rod von... Soraka? Nein, von Volibear. Hab jemanden gefunden. Nein, oder? Doch. Läuft die her? Will ihn farmen. Hast du das DC Rod gecleant? Ja. Also das war unnötig. Übrigens, die Jinx hätte die gekriegt, wenn sie die auf Fernkampf gekitet hätte. Die hat, die ist auf Nahkampf und hat sich dann an die Wand gestellt. Das ist, wenn man als Jinx nie gegen eine Vayne spielt. Wenn man überhaupt noch nie gegen Vayne gespielt hat, so fühlte sich das eher an. Kannst du mal... Boah! Nein, geht... Die... LOL. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Das war ein Missplay von mir. Die sind doch irgendwie so stark geworden. Was? Die sind doch irgendwie ein bisschen stärker, als ich gedacht habe geworden. Ja, habe ich auch gedacht, gerade, als ich gestorben bin. Ich habe jetzt gerade erst realisiert, was überhaupt Vayne für Items hatte. Ich hab gedacht, die ist so, die ist gut dabei. Als ich das letzte Mal geguckt habe, stand die 202 und jetzt hatte sie einfach 614. Die hat einfach einen Phantom Dancer. Ich weiß gar nicht, wie ich R gespammt habe. Hätte ich jetzt gewusst, wäre ich vielleicht noch drin geblieben. Also das war echt knapp. Wie kann ich eigentlich so schnell immer mein komplettes Leben verlieren? Du bist squishy like hell, du hast sogar keine... Du hast nicht ein Def-Item. Also, klar, ja, cool. Schuhe. Schuh, ja. Und ein Ruby Crystal. Nee, geht gar nicht. Boah, ich dachte jetzt Lusens Echo da mit dem Hüpfer. Holt den. Nee, ich hab gedacht, die will reinspringen, YOLO. Das hätte mich gefreut, weil da wäre sie nämlich auf jeden Fall tot gewesen. Ah ja, wir ziehen schon Mitte. Wir holen Tower. Corki's Toplane. Irgendwie ist in letzter Zeit bei uns ein bisschen der Wurm drin. Bei uns trötet gerade einer, wie bekloppt draußen. Also nicht so Vuvuzela-Style, ohne bestimmten Ton. Einfach nur so ein Tröt. Blue Buff oder Teamfight? Ah, oh, ich hoffe, die gehen. Okay, nice. So. Warum müssen die eigentlich immer so komisch sein, die Games? Können wir nicht mal even aus der Lane gehen und wir gucken, wer am Ende stärker ist? Stattdessen haben wir einen 5-1-3 Corki, eine 6 irgendwas Vayne
Green und Corki sind halt die einzig Starken. Ja, trotzdem. Bei uns ist Malphite stark. Ich hätte gern mal so ein Game, wo ich eben aus der Lane gehe, so mit dem, und dann mal so zeigen kann, was Kali kann, so, aber. Diese Linse, die lässt mich auch Vayne unsichtbar sehen, oder? Ja, du kannst sie nicht angreifen, glaub ich. Du kannst aber sehen, wo sie ist. Okay, der Anmerkung, der hat mehr Schaden gemacht als erwartet. Hast du den Q von dem gesehen? Wie krasser Schaden da rausging? Ja, der Q 400 oder so macht der doch. Alter, der Q hat mir richtig hart gedübelt. Geh bitte, Kevin. Kevin, du bist so schon einmal gestorben. Ich brauch Geld. Ich bin jung und brauche das. Die Gegner auch. Und darum nehmen die dich einfach rabiat. Die sind willig. Willig, auf jemanden zu springen, der nur eine Laterne in der Hand hat. Imagine I had a real weapon. Ich wollte gerade sagen, kannst du aufpassen hier, der... Botlane. Oh, Juicy Farm. Okay, weißt du noch diesen Spruch, den ich gesagt habe? Dass wenn ich so eine große Botlane, also so eine große Wave stacke, ich mir immer mega einen abfreue, wenn ich die dann farmen kann, ohne dass irgendein Horst die schon vorher genommen hat. Vielleicht denkt sich das gerade die Botlane auch. So, ach, guck mal, diese Juicy Wave, die ich extra gestackt habe. Oh, guck mal, dieser Juicy Corki, der auf Dings springt und dann stirbt. Oh Gott. Sind wir hier? Ja, das ist High Elo, High Class Elo. Das hier sind die Twitch Challenger, die immer im Chat schreiben, dass sie alles besser können. Hier in the real world. Oh lol. Kill Vayne. I'm loving it. Was überlegt denn alles? Auf der Stelle Flash. Kraft zu zeigen. Hat nicht funktioniert. Sah aber gut aus. Ich hab... Warum entschuldigt der Typ nicht? Das war gar nicht so ein schlechter Fight, wenn wir überlegen, wie weit wir behind sind. Ich hab auf der Stelle geflasht. Ja, Kevin, das ist... Du musst... Komm mal ein bisschen raus aus deiner... Du bist... Passt dich so ein bisschen dem Elo an, oder? Kann das sein? Voll geil. Imagine I have a real mate. Das kannst du niemandem erzählen. Ist das peinlich. Alter, wenn das Feuer ist. Oh lol. Wie die sich auf die Wave stürzen mit drei Mann und der Support ist dabei. Im Kopf hat es nur so gehört. Drei Leute, geht Dragon. In meinem Kopf hat es nur so gerattet, was hast du noch zur Verfügung? Dann habe ich geguckt, Flash. Wohin kannst du denn flashen? Ja, eigentlich nirgendwo hin. Drück einfach mal. Oh, ich liebe diesen Attack Speed. Ja, wir machen Drachen. Was könnten wir als nächstes machen? So ein Juicy Baron?
Ah, ich will, bin eigentlich ein greedy Bastard, oder? Bin ich? Muss in Cooldown gehen. Wie steht das? Mit in der Mitte einfach die Carries zwei alleine. Das ist einfach die zwei beiden Carries alleine. Wie stehst du eigentlich dazu, wenn man sich so überlegt, weißt du was? Das ist bad. Was ist? In der Mitte standen gerade die beiden die Carries alleine. Ich habe gerade den Tank von denen zerlegt. Was ist? Ich habe so locker ein Auto hingegeben, wo er viel Leben hier hat. Warte, wir holen den Tower. Checks, are you retarded? Das ist auch immer eine solide. Oh. Ich weiß nicht, ob der so free war, aber. Nee, geh da nicht hin, geh da nicht hin. Wir machen den. Nee, wir groupen jetzt erstmal ab. Free Baron, Alter. Geh zu deinem Red. Was? Du sated sein. Du warst sated, Boy! Du warst sated! Die nehmen nicht. Die Soraka hat, glaube ich, gerade mindestens 3 Autotags vom Baron gefressen. Oh, ich will Bot. Wards? Was sind eigentlich Wards? Die geben keine Combat Stats, vergess es also. Alles, was keine Combat Stats gibt, ist halt. Ah, Runans, ey. Mein alter Freund. Ist ein bisschen fies, ist das hier schon. So. Ich Split-pushe. Ich weiß, glaube ich, einen Grund, warum Jax nicht so prall ist als Jungler. Weil, wenn du als Jax Split-pusht, ist ein Jungler da, wo du vielleicht Objekte sourcen möchtest. Pass auf, die Soraka kommt noch. Und der Corki kommt auch noch. Ich dachte, da wären ein oder zwei. Safe now. Okay. Ja. Now. Du solltest. Also, bis darauf, dass der Malphite vielleicht nicht immer die genialsten Ideen hat, wie zum Beispiel den Free Nashor, der meiner Meinung nach nicht so free war, sollten wir doch vielleicht jetzt mal beim Groupen auf den hören. Weil die Idee. Das war ein Delete, Mann! Der schon mal gemacht. Der ist einfach reingesprungen! Der ist einfach reingesprungen! Und der Ball. Also, Malphite bis darauf, dass es halt nicht so pralle war, dass er halt seine Ulti benutzt hat, aber der ist einfach geplatzt! Der hat zwar 4 Mann getroffen, aber mich hat er halt nicht getroffen. Wo sind wir eigentlich? Also manchmal, also ich könnte mir vorstellen, warum die Vayne vielleicht da ist, wo sie gerade ist. Und beim Corki könnte ich das auch. Jetzt ist der so mad, der hilft dir nicht mal. Ich hab den Heal übrigens auf mich genutzt, weil du ein Spacko bist. Du lässt mir die Raptoren nicht, wenn ich sie brauche. Let's go. Corki ist mega low, was. Das ist. Ich weiß nicht, ob das so worth war. Dein Jump hat immerhin extrem hohen Cooldown.
Oh mein Gott. Ich habe vielleicht F gedrückt, wo ich hätte nicht F drücken sollen. Hätte mich mal geheilt. Ich hatte deine ich habe dir die Ulti gegeben. Nein, irgendjemand. Vielleicht habe ich dir eine Ulti gegeben, vielleicht aber auch nicht. Nein. Ich bin mir über die Situation nicht mehr ganz bewusst. Nein. Ich würde gerne sehen, wen du die gegeben hast. Also es könnte vielleicht daran. Also ich sag mal so, wer jetzt am Leben war und an dem Nexus steht, der hat das Game schon gecarried. Und ich sehe, da fehlt eine Person. Zwei oder nicht? Nein, alle sind da, bis auf eine Person. Die gecarried hat. Geil! Ja, warte mal, ich möchte nochmal ganz kurz. Ah, oh, cool. Ich bin Bronze mit 26 Punkten. Das wollen wir uns gar nicht angucken. LOL, der Korki hat 31.000 Schaden beinahe gemacht. Was? Korki hat total rasiert, was? Was hast du in der Mitte mit dir gemacht? Okay, ich habe gerade vergessen, die Aufnahme zu stoppen. Wir machen jetzt noch ein Game und noch eine Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage, bis dann, tschüss.